ein Melkroboter in einem Kuhstall bei Prittriching im Landkreis Landsberg. Hier wird sie abgezapft. Die Milch, die um etwa 20 Mal mehr Vitamin D3 enthalten soll als herkömmliche Milch. Das ist die berühmte Vitamin D3-Milch, genau. Rund 70 Kühe hat Armin Högenauer im Stall. 2013 hat er ihn neu gebaut. Mit extra viel Platz. Konzipiert nach Kriterien des Deutschen Tierschutzbundes. Doch dann kam plötzlich eine Krise. 2015 ist der Milchpreis so in den Keller gegangen. Und ich habe dann einfach nach Alternativen gesucht, nicht einfach nur die Milch abzuliefern, einfach was besser zum Veredeln. Weil ich habe das System Milch, wie man es immer nennt, ich wollte raus davon. Die Alternative? Diese speziellen Leuchten. 15 Stück hängen über dem Liegebereich der Kühe. Ihr Licht ist dem der Sonne nachempfunden und regt die Vitamin D3-Produktion im Körper der Tiere an, ohne allerdings Sonnenbrand zu verursachen. Entwickelt wurden die Leuchtstofflampen, die im Prinzip wie Neonröhren funktionieren, von Jürgen Meltke bei der Firma Narva. Das Geheimnis ist wirklich dieses weiße Pigment, das, was man hier sieht auf diesen Kolben, in dieser Lampe. Dieses Glas filtert mir alles weg, das, was schädigend ist für die menschliche Haut und auch für die Haut von Tieren. Und die positive Wirkung Vitamin D3 ist etwas gepusht. Rund 190 Euro kostet eine Lampe. Die Gesamtkosten für die Installation in einem Stall dieser Größe liegen bei etwa 3.500 Euro. Die Stromrechnung erhöhte sich für Armin Högenauer um etwa 250 Euro pro Jahr. 6 Jahre hat er das spezielle Licht nun schon im Betrieb. Der höhere Vitamin D3-Gehalt in der Milch stellte sich erst allmählich ein. Alle 4-6 Wochen haben wir Laboruntersuchungen gemacht mit der Milch. D3-Gehalt, wie sich der entwickelt, das dauert 3 bis 4 Monate, bis sich der D3-Spiegel aufbaut in der Kuh. Das dauert relativ lang, bis die Kuh das abgibt an die Milch. Alle paar Monate schaut Tierarzt Peter Zieger in Armin Högenauers Stall vorbei. Zieger hat ein Spezialgebiet. Wie kann das Tierwohl in Stallbauten verbessert werden? Seine Erkenntnis? Bei Armin Högenauer scheinen sich die Tiere wohlzufühlen. Wir sind jetzt hier fremd im Stall. Na? Da kommst du in Stallungen, da laufen die Kühe weg mit erhobenem Schwanz, im Schweinsgalopp hauen die ab und kacken vielleicht an den hohen Bogen. Hier kommen die sind neugierig, die kauen wieder, die haben sich sofort mit uns angefreundet. Das ist ein Wohlfühlverhalten, die Kühe sind dermaßen entspannt. Peter Zieger kennt zahlreiche Studien, bei denen der Einfluss von Licht auf das Verhalten von Tieren untersucht wurde. Unterschiedliche Lichtquellen wurden dabei getestet. Die Leuchtstoffröhren in diesem Stall scheinen besonders positiv zu wirken. Ein Punkt, der mich als Tierarzt besonders interessiert, ist die Frage, inwieweit können wir das Immunsystem positiv stimulieren durch solche Lampen. Und wir haben die ersten Hinweise über mehrere Jahre, dass die Tiere einmal, das merkt man im Verhalten, viel ruhiger werden, viel ausgelassener, also in sich gelassener sind und insgesamt eigentlich gesünder. Seit dem Einbau der Lampen haben Armin Högenauers 70 Kühe viel seltener eine Euterentzündung. Nur noch 1 bis 2 Tiere pro Jahr. Und nach der Besamung werden die Kühe leichter trächtig als vorher. Die Lampen brennen 16 Stunden am Tag. 8 Stunden ist es dunkel im Stall. Ein Tag-Nacht-Rhythmus wie im Hochsommer. Den Kühen scheint das Fehlen des Jahreszeitenwechsels nichts auszumachen. Sie mögen die tägliche Routine, sagt der Tierarzt. Sabine Obermeier ist eine der Geschäftsführerinnen der D3-Milch. Noch ist die Firma Milchkristalle ein Start-up. Bisher kann die Milch nur online und in 2 Münchner Fachgeschäften gekauft werden. Wenn man sich jetzt mal zurückerinnert, wie das früher war, da waren die Kühe auf der Weide und haben tatsächlich ganz viel Vitamin D in der Milch gehabt. Also wir bringen ja die Sonne in den Stall und im Grunde genommen haben wir da dann ganzjährig viel Vitamin D. Die Frage ist allerdings, wie viel Vitamin D3 ein Mensch mit der Nahrung überhaupt aufnehmen muss. Es hängt davon ab, wie viel er sich im Freien bewegt. Nur wer nicht in die Sonne kommt, brauche zusätzliches Vitamin D3, sagen Ernährungsexperten. Wir haben heute eigentlich die Vitamin D3-Zufuhr als bedingt notwendig angesehen, weil der Körper das ja selbst herstellen kann.
sieht man ja an den Kühen. Und deswegen sagen wir, man muss das nur zuführen, wenn es wirklich keine eigene Synthese, also Synthese in unserem Organismus gibt. Die Firma Milchkristalle hat ein Patent für die D3-Milch. Sie verkauft auch das Beleuchtungssystem. Zwischen 2,19 Euro und 4,20 Euro, je nach Packungsgröße, kostet der Liter im Verkauf. Den Landwirten wird ein Garantiepreis von 55 Cent pro Liter versprochen. Die Milchbauern, auch Biomilch zum Beispiel, steht jetzt auch enorm unter Druck. Ja, also man sagt einfach, es muss immer billiger werden. Und das ist, glaube ich, der Fehler im System aus meiner Sicht. Und da wollen wir einfach schauen, dass da wieder mehr Geld ankommt bei den Milchbauern. Bisher haben erst 4 Landwirte in Bayern und Österreich die Spezialleuchten eingebaut. Armin Högenauer liefert den Großteil seiner Milch noch an die Molkerei Gropper in Bissingen. Nur einen kleinen Teil lässt er als D3-Milch in der Molkerei Immergut in Hessen abfüllen. Doch irgendwann soll seine gesamte Milch Sonnenvitaminmilch werden. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.